So, da sind wir wieder. Unseren ersten Verlust haben wir zu beklagen. Den Magier, den Krieger. Luke. Aber es macht nichts. So, wir benutzen jetzt hier... Obwohl, nö, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir warten und lassen das den guten Glow machen. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum war... Tja... Na gut, stellen wir uns hier hin. Ah, es ist nicht gut. Oh, oh, oh. Ah, gut erkennen. Er ist ausgewichen. So, Ken steht da ziemlich blöde. Wenn ich das mal so sagen darf. Er macht jetzt erstmal den Goblin hier platt. Und... Gong geht mal zurück hierhin und heilt die gute Tau. Und es ist sehr praktisch. Ja, ich werde den Goblin mal plätten. Und jetzt hoffen wir, dass Max rankommt. Na, schade. Aber... Der immer noch nicht volle Lebensenergie hat. Kann er sich selber heilen? Ja. Gut, machen wir das. Weil ich glaube, diese Zwerge ziehen dann doch relativ viel ab. Könnten wir auch heilen, so, aber... Nee, nicht angreifen. Magie. So, das ist der letzte Spell, den Tau casten kann. Danach ist sie dann, ja, so gut wie nutzlos erstmal. Aber immerhin ist sie auf Level 2. Na, dann hat sie ja wieder ein paar MP dazu bekommen. So... Wie gesagt, mit Max müssen wir jetzt sehr vorsichtig umgehen, weil dieser schlimme Ritter da oben sehr viel abzieht. Oh. Mal gucken. Der Ritter war ja gerade erst dran. Kommt ja nicht so schnell wieder dran. Oh, ein Crit. Juhu. Und Max ist aufgestiegen. Schön. So, und der ist jetzt auch weg. Dann bleibt nur noch der böse, böse Ritter da oben. Der aber schwer genug ist. Oh, Tau hat leider wenig Magic Points. Nutzlos. Ah. Na dann. Dann gehen wir doch erstmal, warten wir doch erstmal hier. Nein. Den stellen wir nicht nach vorne. Und dich leider auch nicht. Und du benutzt mal das Item. Ken. So. Ken wird also geheilt. Dafür gibt es leider keine Erfahrungspunkte. So, und Ken darf an die Front.
Ja. Naja, immerhin 5 Punkte. Es wäre jetzt schön, wenn Luke noch leben würde. Ah, wollen wir es wagen? 12. Mit einem Schlag wird er schon nicht tot gehen. Ja, schön, Max. So, vielleicht kriegen wir ihn jetzt schon platt. Und, mal gucken. Wenn er nicht ausweicht. Juhu! So! Der erste Sieg. Und sogar nochmal ein Level für Hans. Maren! Ihr habt hier gewonnen, aber Lord Kane von Runfaust attackiert gerade Guardiana. Oh nein, schnell zurück! Wenn diese Kreatur recht hat, dann müssen wir schnell nach Guardiana zurück und zur Verteidigung helfen. Oh ja, das ist ein guter Hinweis. Und hier kommt auch direkt schon der nächste Kampf. Ja, das Erdbeben hat die Straße blockiert. Wir müssen nach Norden. Seid bereit zu kämpfen. Ja, niemand kommt nach Guardiana, während wir leben. Für Dark Soul. Tod für Guardiana. Ja, Tod für Guardiana. So, diesen Kampf gibt es dann morgen. Bis dann!